Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich diese wunderbare Babydecke für euch. Gebraucht habe ich jetzt für meine, die ist jetzt knapp 73,5, fast 74 cm, 8 Knäuel von meiner Wolle. Wir haben hier einen Mittelstieg, der geht aber einmal so und auch einmal so. Hier seht ihr es ganz gut. Einmal so und einmal so. Und dann an den Rändern schön geschlossen. So kann man das Baby richtig toll einmuscheln, einwickeln. Ab einer Größe von 70 bis 80 cm kann man sehr, sehr schön zum Einpucken benutzen, wenn man das denn gerne machen möchte. Wenn ihr die Decke größer haben wollt, setzt dann einfach noch ein Krein dran. Müsst natürlich dann auch ein bisschen mehr Wolle berechnen. So, wir haben hier einen ja ganz recht schlichten und einfachen Rand, aber dafür einen wunderbaren Farbverlauf mit einem süßen kleinen Herz in der Mitte. Das war aber blanker Zufall, das hat die Wolle so ergeben, aber ich liebe dieses kleine Herzchen. Das Muster sieht recht einfach aus, zieht sich aber. Es zieht sich wirklich ganz schön in die Länge. Man sitzt an so einer Decke ja einige Zeit. Also ich habe mich jetzt hier in dieser Decke mit Minischäfchen reingeteilt, weil man sitzt hier wirklich sehr, sehr lange. Und jeder von uns war froh, wenn er mal eine Reihe abgeben konnte, weil es zieht sich. Es ist eine wunderschöne Decke, ein ganz tolles Muster, aber man sitzt sehr, sehr lange dran. Ihr seht das nochmal so schön im Verlauf. Alle Materialien, die ich benutzt habe, die verlinke ich euch selbstverständlich wie immer unten in der Infobox. So, und wie ihr jetzt auch an diese wunderbare Babydecke kommt, das zeige ich euch jetzt im Video. Viel Spaß! Für diese wunderschöne Babydecke verwende ich das Alize Baby Wool. Das ist eine Wolle und Bambus. Eine ganz tolle, weiche Mischung. Wir haben hier, ich muss die Banderole eh gleich abmachen, deswegen mache ich sie jetzt gleich schon mal ab. 50 Gramm auf 175 Meter Handwäsche, mal nicht für die Waschmaschine, Handwäsche. Aber sie übersteht auch den Waschprogramm bei der Wollwaschmaschine, also den Wollwaschprogramm bei der Waschmaschine. Ich habe nämlich aus der schon mal eine Decke gemacht und die fliegt regelmäßig in die Waschmaschine mit dem Wollprogramm bei 30 Grad auf, na so, maximal 600, 800 Schleudern. So gehäkelt oder gestrickt wird das Ganze mit der 2,5 bis 4er Nadel, also gestrickt 2,5 bis 4, gehäkelt 1 bis 3 und wir benutzen die 3er Nadel. Also ihr könnt sie in die Waschmaschine tun, aber dann das Wollwaschprogramm bei maximal 600, 800 Umdrehungen im Schleudern. So, wir haben 40% Wolle, 40% Acryl und 20% Bambus. Aber eine ganz, ganz schöne, weiche Wolle ist das. Und auch nach dem Waschen bleibt sie schön und weich. So, wir beginnen unsere Babydecke mit einem Anfangsknoten. Die nehmen wir uns auf die Nadel. Jetzt schlagen wir 4 Luftmaschen an. 1, 2, 3, 4. Diese 4 Luftmaschen schließen wir hier vorne mit einer Kettmasche in die allererste Luftmasche zum Ring. Drei Luftmaschen für die Höhe. Und 2 Stäbchen in die Mitte von dem Ring, den wir gerade erzeugt haben. 1
2. Zwei Luftmaschen. Und jetzt kommen 3 Stäbchen in den Ring. 1, 2, 3, 2 Luftmaschen und wieder 3 Stäbchen in den Ring. 1, 2, 3, 2 Luftmaschen und noch einmal 3 Stäbchen in den Ring. 1, 2, 3, 2 Luftmaschen. Und jetzt schließen wir diese ganze Runde mit einer Kettmasche in das oberste Eck unserer ersten Luftmaschenkette, also sprich von den 3 Luftmaschen, die wir hier drüben gemacht haben, in die 3. Luftmasche rein. Und Runde geschlossen. Jetzt arbeiten wir uns mit Kettmaschen hier oben an diesen kleinen Vs entlang. Setzen wir einfach 2 Kettmaschen und schon sind wir hier in der nächsten großen Lücke. So, in diese große Lücke setzen wir jetzt 3 Stäbchen. Ich mache jetzt nichts für die Höhe, ich setze jetzt hier einfach 3 Stäbchen rein. 2, 3, 2 Luftmaschen und noch einmal 3 Stäbchen in dieselbe große Lücke. Jetzt springen wir in die nächste große Lücke. Wir haben ja jetzt hier in unserer Vorreihe hier 3 Stäbchen und hier eine große Lücke. In die springen wir jetzt rein und setzen da rein 3 Stäbchen. Zwei Luftmaschen, 3 Stäbchen. Das machen wir jetzt mit der nächsten großen Lücke auch. 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 3 Stäbchen. Und wie ihr seht, wir haben schon wunderschöne Farbwechsel. Und in die nächste große Lücke auch 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 3 Stäbchen. So sieht das Ganze jetzt aus. Und diese Runde schließen wir mit einer Kettmasche in unser erstes Stäbchen. Das läuft hier so leicht rund und da setzen wir in die Rundung unsere Kettmasche. Und schon ist auch wieder alles gerade gezogen. So, jetzt gehen wir wieder mit Kettmaschen auf den Stäbchen entlang, bis wir in der großen Lücke sind.
3 Luftmaschen für die Höhe. Wir häkeln ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. So. So, eine Luftmasche. Jetzt lassen wir hier vorne das Stäbchen aus. In das nächste Stäbchen häkeln wir ein Stäbchen. Eine Luftmasche. Wir lassen das Stäbchen aus und hier in unsere Zwischenlücke kommt ein Stäbchen. Luftmasche. Das Stäbchen lassen wir aus. In das nächste kommt ein Stäbchen. Luftmasche. Das Stäbchen lassen wir aus und schon sind wir in der großen Lücke. Darin kommen jetzt 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Luftmasche. Das lassen wir wieder aus. In das nächste Stäbchen kommt ein Stäbchen. Luftmasche. Schon sind wir wieder in der mittleren Lücke. Darin häkeln wir ein Stäbchen. Luftmasche. Diese lassen wir aus. In die nächste ein Stäbchen. Luftmasche. Und jetzt sind wir schon wieder in der Ecke. 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Luftmasche. Das lassen wir aus. In das nächste Stäbchen kommt ein Stäbchen. Luftmasche. Wir sind wieder in der Mitte, da rein ein Stäbchen. Luftmasche. Das lassen wir aus. In das nächste ein Stäbchen. Luftmasche. In die Ecke 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Luftmasche, auslassen, in das nächste ein Stäbchen. Luftmasche, in die mittlere Lücke hier, ein bisschen schwierig zu erkennen, aber die ist hier, kommt ein Stäbchen. Luftmasche, ein Stäbchen in die Mitte. Luftmasche und wir schließen die Runde wieder mit einer Kettmasche in das erste Stäbchen und so sieht diese Runde jetzt aus. Wir gehen wieder in die Ecke. Drei Luftmaschen für die Höhe, ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen, so, diese Runde besteht jetzt nur aus Stäbchen. Auf jedes Stäbchen und auf jede Luftmasche kommt ein Stäbchen. Außer in der Ecke, da machen wir 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Und ansonsten überall ein Stäbchen drauf.
So, jetzt bin ich in der Ecke. Da kommen jetzt zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen. Und jetzt wieder auf jedes Stäbchen und auf jede Luftmasche ein Stäbchen. Und die nächste Ecke. Zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen. So, ich mache die letzten beiden Reihen mal schnell, also die letzten beiden Ecken schnell ohne euch. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn die fertig sind. Schließen tun wir diese Runde wieder mit einer Kettmasche in das oberste Stäbchen und wieder mit Kettmaschen in die nächste große Lücke. Wir starten jede neue Runde immer aus der nächsten großen Lücke aus. So sieht die Reihe jetzt aus. Wir haben hier auch gleich wieder den nächsten Farbwechsel. So, wir machen wieder drei Luftmaschen für die Höhe. Ein Stäbchen in die Ecke. Zwei Luftmaschen. Zwei Stäbchen. So, wir machen einen Umschlag, lassen das nächste Stäbchen aus, stechen in das übernächste ein und setzen ein Stäbchen. Umschlag, das nächste auslassen, in das übernächste einstechen und darin drei Stäbchen. Zwei, drei, Umschlag, das nächste auslassen, in das übernächste ein Stäbchen, Umschlag, auslassen, in das übernächste drei Stäbchen. Macht bitte keine Luftmaschen dazwischen. Nur rein Stäbchen in dieser Runde. Umschlag, auslassen, in das nächste ein Stäbchen, Umschlag, nächste auslassen, in das übernächste drei Stäbchen. Umschlag auslassen, in das übernächste ein Stäbchen und schon sind wir wieder in der Ecke. Zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen. Umschlag, auslassen, in das nächste ein Stäbchen, Umschlag, auslassen, drei Stäbchen, Umschlag, auslassen, ein Stäbchen, Umschlag, auslassen, drei Stäbchen.
Umschlag auslassen, ein Stäbchen. Umschlag auslassen, drei Stäbchen. Umschlag auslassen, ein Stäbchen. Umschlag in die Ecke, zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen. Und ihr seht, wir sind schon wieder im nächsten Farbwechsel. Jetzt ein ganz tolles Rosa. Umschlag auslassen, ein Stäbchen. Umschlag auslassen, drei Stäbchen. Umschlag auslassen, ein Stäbchen. Umschlag auslassen, drei Stäbchen. Umschlag auslassen, ein Stäbchen. Umschlag auslassen, drei Stäbchen. Umschlag auslassen, ein Stäbchen und in die Ecke zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen. Umschlag auslassen, ein Stäbchen. Umschlag auslassen, drei Stäbchen. Gleich haben wir die Reihe geschafft. Umschlag auslassen, ein Stäbchen. Umschlag auslassen, drei Stäbchen. Umschlag auslassen, ein Stäbchen. Umschlag auslassen, drei Stäbchen. Umschlag auslassen, ein Stäbchen. Ne, hier am Rand ist dann immer etwas schwierig, durch unsere Kettmaschen in die Masche zu kommen. Aber da wühlen wir uns einfach durch. Und eine Kettmasche in das obere Stäbchen. Wer die Kettmaschen nicht setzen will, muss nach jeder Runde den Faden abschneiden und ihn in der großen Lücke neu ansetzen. Und ich denke mir, das will keiner. Weil das wäre eine irrsinnige Fadenverschwendung und eine wirklich wahnsinnige Arbeit, jeden Faden nach jeder Runde zu vernähen. Also gehen wir einfach mit Kettmaschen in die nächste große Lücke und sparen uns das alles. So, drei Luftmaschen für die Höhe, ein Stäbchen in die Ecke, zwei Luftmaschen. Zwei Stäbchen. So, jetzt kommen auf die nächsten zwei Stäbchen jeweils ein Stäbchen. So, wir machen eine Luftmasche, übergehen dieses eine Stäbchen hier unten, Umschlag. In die Mitte von dem Dreierpaket kommt jetzt ein Stäbchen.
Luftmasche auf dieses einzelne Stäbchen, was wir hier gehäkelt haben. Wir hatten jetzt hier in dieses Dreierpaket ein Stäbchen reingemacht. Hier auf das einzelne kommen jetzt drei Stäbchen. Eins, zwei und die drei. Luftmasche. In die Mitte von diesem Dreierpaket kommt ein Stäbchen. Luftmasche. Auf das einzelne wieder drei. Luftmasche. Auf das Dreier wieder eins. In die Mitte immer, von dem Dreier immer in die Mitte häkeln. Luftmasche. Dieses eine übergehen wir. Und hier auf die zwei Stäbchen jeweils ein Stäbchen. Jetzt sind wir in der Ecke. Zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen. So, jetzt haben wir die Ecke fertig. Jetzt wieder auf die nächsten beiden Stäbchen kommt jeweils ein Stäbchen. Eine Luftmasche. Wir übergehen dieses eine Stäbchen, gehen in das Dreierpäckchen und in das zweite Stäbchen von dem Dreierpäckchen ein Stäbchen. Luftmasche. Auf das einzelne Stäbchen der Vorrunde kommen drei Stäbchen. Luftmasche, auf das Dreierpäckchen in die Mitte 1, Luftmasche, auf das nächste einzelne kommen wieder 3, Luftmasche, auf das Dreierpäckchen in die Mitte kommt 1, Luftmasche. Dieses einzelne übergehen wir und auf die nächsten Stäbchen, die zur Ecke hinarbeiten, kommt jeweils ein Stäbchen. In die Ecke zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen. So, hier auf die nächsten Stäbchen kommt jeweils ein Stäbchen, eine Luftmasche, das einzelne überspringen wir und in das zweite von dem Dreierpaket kommt ein Stäbchen, eine Luftmasche, auf das nächste einzelne kommen drei Stäbchen. Eine Luftmasche. In die Mitte von dem Dreierpaket kommt ein Stäbchen, eine Luftmasche, dann auf das einzelne Stäbchen wieder drei. Luftmasche. Dann haben wir hier wieder ein Dreierpaket, da kommt ein Stäbchen in die Mitte. Luftmasche. Das Stäbchen übergehen wir wieder. Und wieder Stäbchen auf Stäbchen. In der Ecke zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen. So, und das machen wir jetzt auf dieser Reihe auch so. Und schließen tun wir die Reihe wieder mit einer Kettmasche in das erste Stäbchen. Da ist wieder Faden abgehauen. So, wieder rein. Und jetzt wieder mit Kettmaschen in die große Lücke.
3 Luftmaschen für die Höhe, ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen, 2 Stäbchen. So sieht das Ganze jetzt schon aus. Wie ihr seht, wir haben hier schon ein richtig tolles Farbenspiel. So, auf jedes Stäbchen hier vorne kommt jetzt ein Stäbchen. Luftmasche. Auf das einzelne Stäbchen der Vorrunde kommen jetzt 3 Stäbchen. Luftmasche. Also in die Mitte von dem Dreierpaket kommt ein Stäbchen. Luftmasche. Auf das einzelne Stäbchen kommen 3, 1, 2, 3, Luftmasche, in die Mitte von dem Dreierpaket, 1, Luftmasche, 3 Stück auf das einzelne, 1 Luftmasche und wieder auf jedes Stäbchen kommt 1, das heißt 1, 2, 3, 4 Stäbchen und dann sind wir schon in der Ecke und da rein 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Und wieder auf jedes Stäbchen ein Stäbchen. Hier kommt jetzt schon das schöne kräftige Blau. Luftmasche. Auf das einzelne Stäbchen kommen 3 Stäbchen. Luftmasche. Auf dieses Dreierpaket in die Mitte ein Stäbchen, Luftmasche. Hier kommen wieder 3. Luftmasche. Na, bleib hier. Luftmasche in die Mitte von dem Dreierpaket 1. Luftmasche auf das einzelne 3. Luftmasche und wieder auf jedes Stäbchen ein Stäbchen. In die Ecke wieder 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Das Ganze jetzt aus.
Ja, und so geht das jetzt die Runde weiter. Das heißt, hier jetzt wieder 4 Stäbchen, eine Luftmasche, 3 Stäbchen, Luftmasche, ein Stäbchen in die Mitte, Luftmasche in das Einzelne, wieder 3 Stäbchen, Luftmasche, ein Stäbchen in die Mitte, Luftmasche, 3 Stäbchen in das Einzelne, Luftmasche, 4 Stäbchen, 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen in die Ecke und das Gleiche auch auf dieser Seite. Und schließen tun wir die Runde wieder mit einer Kettmasche in unsere oberste Luftmaschenkette. So, und wieder mit Kettmaschen in die große Lücke. So, jetzt geht es weiter. 3 Luftmaschen für die Höhe. Ein Stäbchen in die Ecke. 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Stäbchen auf der ganzen Reihe bis hier rüber zur großen nächsten Lücke. Da kommt dann ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen in die Mitte von dem Dreier, eine Luftmasche, 3 Stäbchen, Luftmasche, ein Stäbchen in die Mitte von dem Dreier, Luftmasche, 3 Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen in die Mitte, Luftmasche, Stäbchen auf Stäbchen bis Ecke. In die Ecke, 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Und so arbeiten wir uns jetzt immer weiter, Runde für Runde. Ihr müsst nur dran denken, immer versetzt. Auf das Dreierpäckchen kommt ein Stäbchen, auf das eine Stäbchen kommt ein Dreierpäckchen. So, dass wir dann dieses Muster erzeugen, wie ihr jetzt schon seht. Und wie ihr hier schon in groß seht, das ist nämlich die andere Decke, die ich schon gemacht habe. Hier seht ihr auch immer, auf den Stäbchen wird immer jeweils ein Stäbchen gearbeitet. So wird dieser breite Streifen oder so wird dieser Streifen immer breiter. Und hier unser Musterstück behalten wir in der gleichen Breite. Aber immer auf ein Stäbchen kommt ein Dreier, dann wieder ein Einer, dann wieder ein Dreier. Und das immer so im Wechsel. Das ist übrigens jetzt schon die Decke, die ein paar Mal in der Waschmaschine war. Und wie ihr seht, die ist immer noch wunderschön und hat auch super die Farben gehalten. Hier haben wir auch das Dunkelblau. So, meine Lieben, meine Decke ist eine fast auf Höhe. Ich wollte eigentlich 80 cm. Auf 73 cm bin ich jetzt. Reicht uns persönlich jetzt auch. Wenn ihr es weiter haben wollt, dann dreht bitte noch ein paar Runden. So, seht ihr mal den Farbverlauf und natürlich das wunderschöne Muster in der Mitte und an den Rändern wunderbar geschlossen. Das kleine Herzchen hier in der Mitte, das kam aus der Wolle. Da haben wir nichts dran gemacht. Obwohl mir das Herzchen hier in der Mitte wirklich sehr, sehr gut gefällt. Hier haben wir nochmal das Muster von Nahen. Und natürlich dann das Geschlossene. So, den Faden könnt ihr jetzt abschneiden und vernähen. Weil wir starten gleich mit dem Rand. So, für den Rand stechen wir hier an so einer Randecke ein. Einfach in so einer Ecke setzen wir den Faden neu an. Machen fest. Jetzt machen wir 2 Luftmaschen, stechen in die nächste Masche und von uns ein und machen eine Kettmasche. 2 Luftmaschen, wir gehen in die nächste Masche, stechen ein und häkeln eine Kettmasche. 2 Luftmaschen und Kettmasche. 2 Luftmaschen
Und die Kettmasche. Zwei Luftmaschen. Und die Kettmasche. Und so häkel ich mich jetzt hier einfach einmal drumherum. Und da haben wir so ein wunderbar kleines bisschen gewellten Rand. Ich finde, das ist für kleine Babymädchen zum Beispiel sehr, sehr schön. Wenn man jetzt einen kleinen Babyjungen bekommt und möchte diese Decke machen, da würde ich dann eher empfehlen, was aber natürlich auch für Mädchen geht, aber Jungs mögen es weniger gewellt, deswegen da eine zweite Version. Also die Luftmasche, wir überspringen eine Masche und stechen in die nächste ein und setzen eine feste Masche. Eine Luftmasche, eine überspringen in die nächste und eine feste Masche. Luftmasche, überspringen in die nächste, eine feste Masche. Und da hat man es ein wenig geradliniger, hat aber trotzdem einen wunderschönen Abschlussrand. So. So, meine Lieben, ich häkel mich jetzt hier einmal schnell drum herum. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn die Decke fertig ist. Da schauen wir sie uns auch noch einmal zusammen genau an. Das Ganze jetzt aus, noch ein Stückchen weiter. Hier komme ich jetzt bald schon ins Rosa rein. Also ich benutze die gleiche Wolle wie eben nochmal, dass ich dann den ganzen Farbverlauf auch nochmal um die Decke drumherum habe. Ihr könnt aber auch, wenn ihr jetzt alles hier schon reingehäkelt habt, einfach eine andere Farbe nehmen. Das sieht auch gut, sehr gut aus. Es kommt halt dann drauf an, welche Farbe ihr nehmt. Aber dadurch, dass der Farbverlauf hier so wunderbar bunt ist, passt einfach so viele Farben dazu. Da findet ihr bestimmt die richtige dann für den Rand. Weil es passen so unzählig viele Farben. So, hier hat man jetzt schon ein Stückchen Rosa. Ich nehme euch noch bis zur Mitte mit, bis zum Muster. Ich denke mir, das interessiert euch auch, wie man das mit dem Muster und dem Rand machen. Sind ja auch gleich da. So, eine Luftmasche. Jetzt überspringe ich ja diese Masche und umhäkel einfach die nächste Luftmaschenkette. Eine Luftmasche. Jetzt überspringen wir das Stäbchen, umhäkeln die Luftmaschenkette. Eine Luftmasche. Wir überspringen das Stäbchen und häkeln in das mittlere ein. Da.
Luftmasche, wir überspringen das nächste Stäbchen und wieder umhäkeln. Luftmasche, Stäbchen überspringen, umhäkeln. Luftmasche in die Mitte von dem Dreierpaket. Luftmasche umhäkeln, Luftmasche umhäkeln, Luftmasche. Wir überspringen das erste Stäbchen und stechen in das zweite ein. Und so geht es jetzt weiter. Also wie ihr seht, wir häkeln da einfach ganz normal in unserem Muster weiter. Da ist schon die Luftmasche gemacht. Ja, wieder zurück. Und lassen uns von dem Muster in der Mitte gar nicht stören. So, jetzt häkle ich mich aber wirklich einmal drumherum und wir sehen uns gleich wieder. So, meine Lieben, ich bin jetzt einmal fast drumherum. Hier haben wir angefangen. Hier bin ich jetzt. Moment, habe ich nicht alle Fäden erwischt? Dann machen wir die eine feste Masche nochmal. So, eine Luftmasche. Und zum Schließen stechen wir in unsere erste Masche ein und machen eine Kettmasche. Sehr schön, damit ist der Rand auch fertig. Wir schneiden den Faden ab, ziehen ihn durch. Ja, und jetzt können wir den Anfang und den Endfaden einmal kurz verknoten und auch vernähen. So, und nach dem Vernähen sind wir dann auch schon mit dieser wunderbaren Babydecke fertig. So, wir haben ein Gesamtmaß von knapp 73,5 cm. Ihr macht sie selbstverständlich auf die Höhe und Breite, wie ihr sie gerne haben wollt. Hier haben wir nochmal unseren wunderbaren Rand. Und unsere schöne Babydecke. Oder wenn ihr sie größer macht, auch eine wunderschöne Decke für euch. So, meine Lieben, ich verabschiede mich jetzt mit der Decke. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir mal ein Däumchen nach oben da. Da würde ich mich mega drüber freuen. Und wer noch nicht hat ein Abo, dann verpasst auch kein weiteres Video mehr. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.